mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man weit, weit weg von Hubert von Geusern als Instrumentalstück auf einer Ukulele spielen kann. Ich beginne mit dem Intro, ist eigentlich ein F-Akkord und zusätzlich dritter Bund, vierte Seite mit dem Ringfinger. Ich spiele es durch bis hierher, es wird zweimal gespielt und dieses Zeichen bedeutet wie immer eine kleine Pause. 3, 4. Zwei Takte F. Dann zwei Takte G-Moll. Gleiches Tupfmuster. Und diese Dreier spielt immer der kleine Finger. 3, 4. Spiele ich diese vier Takte. 1, 2, 3 und 4. 3, 4. Langsamer. 3, 4. Und jetzt kommt zweimal C. Ich spiele es von hier bis zum nächsten Takt. 3, 4. Und jetzt hänge ich diese sechs Takte zusammen, spiele 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dieses F als Abschluss. 3, 4. Und jetzt kommt der erste Schluss. Dann kommt es zur Wiederholung und dann der zweite Schluss ist fast gleich. Nur der erste Teil ist anders. Spiele ich alles zusammen, die komplette Strophe mit dem Intro, bis zu dieser Stelle hier, bis der Refrain kommt. 3, 4. Erster Schluss.
kommt der Refrain, jetzt bist du so weit, weit weg. Der Griff ist der gleiche wie der normale G-Griff, nur hinaufgeschoben auf 5, 6, 5. Die vierte Seite spiele ich gar nicht und der kleine Finger spielt dann diesen Achter. Also ich spiele ganz langsam den ersten Takt. 3, 4. Entschuldigung. 3, 4. 3, 4. Dann der zweite. 2 zusammen, von hier bis hierher, 3, 4, 3, 4, dann geht's weiter. Und dann geht's wieder ein F. Mit dem kleinen Finger am dritten Bund und die kleine Melodie. Ich spiele es von hier bis zu dieser Stelle. 3, 4. 3, 4. Schluss. Lange Pause und wieder einleitern. Ich spiele es jetzt komplett durch, vom Anfang an bis zum Ende. Man kann es natürlich wiederholen, man kann es zweimal spielen, dreimal spielen. Ich spiele es jetzt genauso, wie ich es aufgeschrieben habe, im mittleren Tempo, von hier bis zum Ende. 3, 4. Thank you.
wünsche jetzt viel Spaß mit dieser wunderschönen Nummer von Hubert von Geusern und bis zum nächsten Mal.